Dann haben wir einen typischen, eine typische Dreiballübung gemacht. Ich habe auf die einen Seite 6 Leute gestellt, ein komplettes Team, auf der anderen Seite 4. 3 Bälle! 3 Bälle. Ihr steht zu Spiel 4. Aufschlag, volles Rohr. Ja, Julius ist da, wenn der erste weggeht. Volles Risiko, alles, was du hast. Zweiter Ball, hier Rückraum 6, Nele. Zweiter Baum, mach mal das von drüben und mach A. Das ist viel besser. Zweiter Ball für dich, Nele, Rückraum A, direkt angeworfen. Dritter Ball, Dankeball für euch. Euer Ziel ist das, erstes Tempo einsetzen, so viel wie es geht. Ja, sie soll die Wahl haben, immer das erste Tempo einzusetzen. Wenn sie dann was anderes spielt, ist eine andere Geschichte. Aber 3 Optionen in jedem Fall, auch aus K2. Aufschlag, ausspielen, Rückraum Nele, A, Angriff gegen euch. Ausspielen, dritter Dankeball für euch von Matze. 3 Bälle in Folge, geht los. Wir spielen alles aus. Ball weg, Rückraum 6. Vier. Danke. Schneller, Nandi. Das waren 3 Bälle in Folge, das heißt ein Aufschlag auf das Sechser-Team, voll ausspielen. Ich habe den zweiten Co-Trainer hinterm Feld, das heißt der aufschlagende Spieler kriegt von mir die Anweisung, mit vollem Risiko aufzuschlagen, damit wir viel Druck aufbauen. Da gibt es eine Regel, wenn der Ball drin ist, geht es weiter. Wenn der Aufschlag verschlagen ist, schlägt der Co-Trainer sofort einen leichten hinterher, dass der Spielfluss davon nicht abhängig ist. Zweiter Ball wird dann vom Co-Trainer eingeworfen, Rückraumangriff auf das Sechser-Team. Da geht es dann relativ wichtig darum, dass sie diese Base-Position, die Ausgangsposition in K2 wieder einnehmen. Abwehr von diesem Angriff über die 6 ausspielen und dann den Klassiker, der immer wieder kommen muss, der einfache Dankeball auf das Sechser-Team. Wo es mir halt extrem wichtig ist, dass die einfachen Bälle wirklich schnell nach vorne spielen. Wir wollen schnell spielen im Damenbereich, umso wichtiger. Das heißt, es gibt immer 3 Bälle. Aufschlag, ausspielen, Rückraumangriff 6, auf das Sechser-Team ausspielen und Dankeball für das Sechser-Team. Doppellock, Doppellock immer. Fühlt euch verantwortlich, Leute. Lauft die Löcher zu. Stopp. Blocken Rückraum A. Alissa, immer diagonal. Ja. 9 von 10 Bälle, der Diagonalangriff, der Rückraum A-Angriff, 9 von 10 Bällen greift diagonal an. Ja, natürlich, du hast ja genug Zeit dabei. Und voll ausspringen und das reicht. Go! Wenn die nicht glaubwürdig ist, Alissa, dann klären wir das später. Go! Da spiele ich auch nicht um Punkte, das geht um reine Wiederholen und da habe ich die Chance, ganz viel zu korrigieren. Mir ist das wichtig, dass man korrigiert und nicht sagt, ich mache jetzt diese Übung, die Übung funktioniert und man vergisst das Korrigieren, weil man sich so freut, dass die Übung funktionierte. In solchen Sachen kann man sehr, sehr gut korrigieren. Ob man die jetzt so mit diesen 3 Bällen macht oder ob die Sechsermannschaft aufschlägt und man macht mit denen K2. Also man kann das variieren, was das für 3 Bälle sind. Das können auch Dankebälle sein. Das können Angriffe auf den Zuspieler sein, der dann abwehrt und man übt das Feld durch Zuspiel durch den Libero oder durch den Mittelblock. Also das lässt sich komplett frei variieren, je nachdem, was man akzentuieren will. So, habt ihr es jetzt? Mach mal 3 neue, bitte.
Normalerweise beim Aufschlag Punkt, spielen wir weiter. Verschlagene Aufgabe, kommt ein neuer. Machen wir eigentlich schon immer so. Abwehr, 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 Abwehr. Der ist drin. Schwerer Ball. Danke, danke, danke. Komm, 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 komm.